Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidolon zu einem neuen Part Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ich melde mich aus der Sommerpause heraus und sage, es kommt wieder ein neuer Part. Ewig lange haben wir es nicht mehr gespielt. Das lag daran, dass wir diese Arenaleiterin hier nicht besiegen konnten. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Ja, die konnte ich nicht besiegen. Jetzt habe ich es aus Versehen mal besiegt. War ein schwerer Kampf, aber ich habe es dann noch geschafft. Na dann, kann es ja wohl weitergehen. In Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Hervorragend. Schnell mal ins Pokémon Center und die Pokémon heilen. Und dann kann es weitergehen auf der Strecke und weiter nach vorne Richtung Ziel zur Pokémon Arena und weiter durch die Region. So, ab geht's. Mir fliehen die Worte. Es ist einfach schön, wieder da zu sein. Willkommen Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Heil meine Pokémon. Und hops. Ding, 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 ding. So, da sind sie geheilt worden. Ach ja, ich liebe es. Dieses alte. Der alte Flair von Pokémon Gelb. Ich hab's vermisst. Und weiter geht's. Kommen wir jetzt hier auf die nächste Route oder wie? Oder was? Können wir? Dann laufen wir weiter. Route, Route, Route. Mal schauen, was gibt die nächste Stadt, wie es ausschaut. Erfrische deine Pokémon im Pokémon Center. Machen wir gleich noch einmal. Willkommen im Pokémon Center. Wir umheilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen ist zwar nichts passiert, aber komm, mach mal. Schluck, stupp, 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 stupp. Ding, 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 ding. Deine Pokémon sind wieder topfit. Ja, dann kannst du weitergehen. So, die nächste Stadt erkunden. Wo sind wir denn hier? Hallöchen. Krampus, mein bester Freund. Ach, ich begütte dich, als ich ein Krampus hier in einem Wasserstein gab. Ja. Krampus. Krampus, Krampus. Okay, wo wären wir denn hier? Prismania Villa. Okay. In Prismania City. Waren wir da schon mal? Kann sein, dass wir hier schon waren. Wir haben noch mal eine Karte. Können wir noch mal in den Items gucken, um eine Karte öffnen? Ich weiß nicht. Mir scheint so, als wären wir hier schon gewesen. Na gut. Wir gucken uns mal um. Vielleicht finden wir Hinweise darauf, dass wir hier schon waren. Das waren erst die der Stadt der Regenbogenträume. Okay, kommt mir sehr bekannt vor. Das kann ja auch täuschen. So, der Markt. Hallöchen. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Nein, ich glaube, hier war ich noch nicht. Kundeninformationen im Erdgeschoss.
Unten sie infiltrieren halt im ersten Stock, im ersten Obergeschoss. Videospiele im zweiten Stock und Geschenkartige im dritten Stock. Drogerie im vierten Stock und Dachgarten. Automaten auf dem Dachgarten. Videospiele, ich höre Videospiele. Wie komme ich da hin? Ein Lift. So, einmal den Lift benutzen. Zuvor zum Laufen. Nehmen wir den Lift. So, Etage 2 waren die Videospiele. Ja, da geht's mal hoch dahin. Ding dong. So, da wären wir. Videospiele. Ein Puzzlespiel. Es ist bestimmt fesselnd. Ja, Grim Tales 0. Das ist ein Super Nintendo. Ja, cool. Ein Kampfsportspiel. Aufregend. Was haben wir hier? Das ist ein Super Nintendo. Ein Rennspiel. Das würde meinem Vater gefallen. Och, wieso bei deinem Vater? Mario Kart ist immer spaßig. Ein Rollenspiel. Ich habe keine Zeit. Schade. Du spielst gerade Pokémon. Jedes gefangene Pokémon erhält eine Energienummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Vielen Dank für die hilfreiche Information. Ich gehe dann aber mal weiter. So, ist eins, da waren wir noch nicht, da müssen wir noch hin, da müssen wir noch mal gucken, was es da so gibt. Und dann gehen wir weiter. Die Etagen hinauf. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Superball, Supertrank, Belebe, Superschutz gegen Gift, Feuerheiler, Eisheiler, Aufwecker, Paraheiler. Und die Option zurück. Beleber, wie viele haben wir denn davon? Schon einen haben wir. Dann kaufe ich gern noch ein paar. Und erstmal einen. 3, 4, 3. So viele habe ich denn jetzt davon schon? Ne, egal. Im Supertrank noch ein paar dazu kaufen. So viel Geld habe ich gar nicht mehr, oder? Muss ich mich mit zwei begnügen. Ah, Superbälle gekauft. Verkaufen. Sprudel kann ich verkaufen. Hier, hast du. Nein, ich möchte verkaufen. Die Superbälle zum Beispiel, die kann ich zwar wahrscheinlich nicht mehr für denselben Preis verkaufen, aber 11 Superbälle, was soll ich damit? Kannst du mir zurückhaben? So. Meisterball, den behalte ich. Beleber habe ich jetzt einen. Warum denn das? Glaube ich, Supertränke. Drei an der Zahl. So. Noch ein Beleber dazu, oder? Ja. Ja, einer muss reichen. So, das Geld auch alle. Und wozu gehen wir überhaupt noch shoppen, wenn das Geld alles? Egal, wir schauen uns um. Wir shoppen, wir kaufen nicht. Etage 3. Sollte mal ein bisschen Shopping im Einkaufszentrum. Auch wenn wir hier vielleicht schon mal waren. Ich glaub's nicht. Sonst käme es mir ganz vor. Wow, jede Menge Pokémon-Gegenstände. Ich glaub's nicht. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Was gibt's denn hier zu kaufen? Pokepuppe, Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein und zurück. Ich will zurück. Wassersteine, Entwicklungssteine brauche ich hier nicht. Ach, jetzt sind wir wieder runtergegangen, oder was? TM18 ist Konter. Ich brauche die TM hier sowieso nicht. Geschenkt? Nee. Es sind zwei Videospiele. Da waren wir schon. Das müsste jetzt S4 Drogerie sein. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel
für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Carbon erhöht die Initiative. Ach, so ist das Drogerie gemeint. Ah, leistungssteigernde Mittel für meine Pokémon. Wow, jede Menge Drogen. Okay, das war ein bisschen flach. Hallo, kann ich dir behilflich sein? KP plus Protein, Eisen, Carbon, Calcium. Ja, also Aufputschmittel hier für die Pokémon. Nein, danke. Meine Pokémon werden Natura trainiert. Und da geht's runter. S3 Geschenke. Okay, ich war mittlerweile in 4. Falscher Weg. So, Dachterrasse. Ein Dachgarten. Automaten. Ein Automat zur Auswahl stehen. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Für eine schöne Limonade reicht's noch. Eine Flasche Nardo liegt im Schacht. Hervorragend. Haben wir hoffentlich auch rausgenommen. Wer bist denn du? Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ja, das sind so einige Leute. Ich bin durstig. Ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Habe ich mir eigentlich gerade für mich selbst gekauft, aber ja, gut. Hier, Limonade. Hast du. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Zwei Gehälts TM 49. Naja, TM gegen Trinkwasser. Die Limonade. Ja, das geht ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Okay, was ist das? TM Triplette. Okay, wem können wir es geben? Nein. Alles klar. Nein. So, dann mal runter mit dem Fahrstuhl am besten, weil das geht am besten. Das ist am leichtesten. Bin so faul. Ich gönne mir das Erdgeschoss. Den Keller gibt es hier wohl nicht. Haben wir mal ein bisschen geschobt. Im Einkaufszentrum waren wir. So, was gibt es hier noch zu erkunden? Ein Prismania City, eine Arena. Wenn wir da nicht schon mal waren, das kommt mir hier sehr bekannt vor. Da ist doch hier gleich ein Zerschneiderbusch, oder? Ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Da waren wir garantiert schon mal. Da schauen wir mal nach hier. Ist doch ganz sicher die Arena hier mit der Käfer-Pokémon-Trainerin. Dann sind wir hier zurückgekehrt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. So, ein Mist auch. Ja, das ist die Arena, klar doch. Hier waren wir schon. Pokémon Arena, Arena in der netteren Erika. Ja, klar. Unbedingt. So. Es fehlt uns noch der 7. Orden. Ich glaube, da müssen wir hoch nach Schleide. Hieß das Örtchen Schleide? Kann mittlerweile einer von den Pokémon fliegen. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Orientierung mehr. Fliegen. Ja gut, super. Ich kann fliegen. Azuria City. Ich glaube, da müssen wir hin. Saffronia City, da kommen wir her. Da waren wir auch schon in Azuria City. Vielleicht können wir da nach oben. Zur unentdeckten Stadt. Vielleicht ist da noch eine unentdeckte Stadt oben, wo wir jetzt hin können. Naja. So, jetzt hier hoch. Ja, nee, das ist klar. Das ist keine Stadt.
orientierungslos durch die Gegend. Lavandia. Da finde ich den Fuchsiania City. Und dann rüber surfen zu der Insel, wo wir noch nicht hin können. Welches ist da das Örtchen, wo wir hin müssen? Lavandia. Da waren wir doch auch schon. Die wunderschöne Musik anhören. Ich werde verrückt. Ja, jetzt wird's gruselig. Wir wollten mal ein bisschen irre spielen. Fuchsania City. Wie wär's denn damit? Bevor die weiße Hand von hinten kommt, gehen wir mal hier weiter. Route. Oh, dein Trainer. Kann denn einer von uns schon Surfer? Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Okay. Okay. Ich und ein Herzinfarkt. Schwimmer möchte kämpfen. Schwimmer setzt Goldini ein. Los, Gnu, Texo. Das ist bestimmt eine sehr intelligente Idee, jetzt Gnu, Texo einzusetzen gegen Goldini. Das ist bestimmt die beste Idee der Welt. Los, Pikachu. Super Schall. Wie wär's mit Donnerschock, Pikachu? Los, Pikachu, Donnerschock. Zack. Ja, das hat auch schon viel gebracht. Rutenschlag. Und nochmal Donnerschock. Donnerschock. Zack. So. Und Goldini besiegt. Muss man in diesem Part jetzt erstmal ein bisschen Orientierung wiederfinden. Das, was hier mal schaffen, weiter voranzukommen. Vielleicht finden wir so einen Weg, wo es weitergeht. Könnte sein. Sieber. Es braucht wohl kein. So, Donnerschock. Zacke die Luster, den mal besiegen. Ein Sieber. So, Volltreffer. Und weiter geht's. Noch einmal Donnerschock. Silberblick wird ihm nicht viel bringen. Donnerschock hat ihn besiegt. Hervorragend. Da war es nur noch einer. Stern, du. Hervorragend. Nenn ich mich weiterkämpfen. Stern, du wird eingesetzt. Donnerschock. Los, Pikachu. Pikachu. Attacke. Okay. Mal zur Abwechslung mal eine andere Attacke nehmen oder so. Wie wäre es denn mit Donnerblitz? Zack, zack, zack. Bringt das mehr? Ja, das bringt ein bisschen mehr. So, Pikachu hat ein paar Erfahrungspunkte und besiegt Schwimmer. Wow, mich fröstelt's. Zwerge gewinnt 145 Punkte und dann gewinnt sich recht aus dem Kampf gegen den Schwimmer hervor. So, kann jemand von euch schwimmen? Ein Pokémon. Schluck, kann ich schwimmen? Habe ich denn das Item Schwimmen schon? Können wir es einsetzen? VM2. Fliegen. Okay. Nee. Fliegen kann schon einer. Zerschneider haben wir auch schon. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir noch irgendwo VMs. TM. Das VM so verbricht, um weiterzukommen. Seeroute 19, Fuchsiania City zu den Seeschauminseln. Zu den Seeschauminseln müssen wir. Früher oder später. Ich glaube eher früher. Denn Pikachu ist auch ein Surfer. Dann bin ich nicht allein. Super, du darfst von nun an mit mir surfen. Möchtest du es versuchen? Pikachus Strand, Surfer mit dem Steuerkreuz. Oh cool. Ein Spiel, ein Minispiel. Verbirgt sich hier am Strand. Surfen des Pikachu am Start. Na super. Da haben wir das auch mal gefunden. Kleines Minispiel. Wie süß. Ist ja cool. Ist
zwischendurch mit dem Stöckers, da bin ich noch nicht sehr gut drin, wie ihr seht. Huha! Das arme Pikachu. Das geht nur, wenn man einen Pikachu hat. Dann kann man hier surfen. Huh. Wenn man die richtige Welle hier surft, dann kann man wohl auch gut landen hier, wie ich es gerade gemacht habe. Huh. Ja, nice. Das war fast sehr gut. Huh. Ah, Sprung. Naja. Bist untrainiert. Huh. Huh, huh. Und Doppelwelle. Zack, zack, zack. Das ist die perfekte Welle. Nee. Spaß, Spaß. Hops und hops und hops. Naja. Es braucht noch ein bisschen Training hier. Zack. Naja, naja. Irgendwann kriegt es Pikachu auch hin. Platsch. Ein bisschen Abkühlung hier im Wasser. Wo es jetzt im Sommer hier so heiß ist. Lohnt sich mal ein bisschen surfen zu gehen mit seinem Pikachu. Hui. Und hops, hops. Na, das war fast gut. Sind wir fast bei der Insel. Sind wir fast am Ziel. Na. Da sind wir dran gekommen. Rest KP 159 Punkte. Style 0. Gesamt 159 Punkte. Naja. An der Anfang ist schwer. Haben wir es mal geschafft hier. Cool. Ein Minispiel. Pikachu. Pika. Willst du surfen? Ja, versuchen wir mal ein bisschen mit dem Steuerkreuz ein paar Stunts hinzukriegen. Huha. Nicht so oft hinzufallen. Ja, wie machen wir das denn am dümmsten? Huh. Ah, nee, das war blöd. Der Style geht doch wieder in den Arsch. Hup. Stehen bleiben. Huh. Hup. Huh. Hup. Na, läuft doch gut. Huh. Ah. Sagt er, dass es gut läuft und schon. Haut da rein. Na komm, es geht besser. Immer hier drüber driften und zack. Testen wir das Minispiel aus. Soup von der Pikachu. Auch mal ein Part wert. Auch mal ein Thumbnail und ein Thumbnail-Titel. Thumbnail-Titel. Thumbnail und das Titel wert. Hervorragend. Haben wir es auch mal gefunden. Ich wusste, dass das in Pokémon Gelb gibt. Aber wo es das gibt, das wusste ich nicht. Das weiß ich jetzt. Hier am Strand. Vielleicht tun wir hervorragend, sonst kriegen wir hier Surfer. Als Item, wenn wir ein paar Punkte kriegen. Wenn wir besser werden. Wenn wir grandiose Leistung kriegen oder so. Und auf einmal surft er nach links und ist am Strand angekommen. So, keine Style-Punkte. Ah, aber gute Rest-KP. Ein Rekord. Kein Surfer hier als Belohnung. Schade. Und was hast du da? Ist das ein Computer? Sommerstrandhaus. Ein Drucker. Highscore wird angezeigt. Highscore ausdrucken. Ja. Pikachus Strand. Zwergis Rekord. 712 Punkte. Eine Urkunde für den Zwergi. Sehr gut. Kann ich mir das als Screenshot irgendwo speichern? Scheinbar nicht. Müsst das so haben. Sehr gut. Druckfehler. Ja. Ist halt ein Drucker. Typisch Drucker. Den mal weiter. Tschüss Pikachu Surfing. Ich kann immer noch nicht surfen. Nimm dich vor den Tacher in Acht. Erstmal ruhig surfen. Nein! Stimmt, er kämpft. Heute Strandfieber mit Pikachu Surfing. Schwimmer möchte kämpfen. Noch ein Schwimmer. Tentacher oder Tentacher? Ich weiß es nicht.
Aber es ist bestimmt sehr klug, jetzt hier mit Grootex zuzukommen. Pikachu ist schon sehr geschwächt, aber dann setzen wir trotzdem noch ein. Kann bestimmt noch ein bisschen kämpfen. So, Tentacha greift weiterhin an. Greift. Ich kann nicht einsetzen. Zu in Mist. Donnerschock, los. Mach's alle. Na, mach's alle, sieht anders aus, aber ja, okay. Wir kriegen das schon hin. Zacke die los, dass er dann besiegt. Vielleicht nicht durch Pikachu, aber durch ein anderes Pokémon. Ein Donnerblitz. Komm, versuch es wenigstens, Pikachu. Zack, ja, das hat viel gebracht. Das ist die richtige Attacke. Tentacha besiegt. Ich nenne das jetzt einfach Tentacha. Muschas. Weiterkämpfen. Das kriegt Pikachu noch hin. Oder auch nicht. Aber wir können es versuchen. So, zack. Wow, die Attacke bringt erfolgreiche Resultate. Das bringt viel. Level 28. Schwimmer besiegt. So, hervorragend. Haben wir den Strand freigeräumt. Suchen wir mal nach Surfer, oder? Gibt es wohl irgendwo Surfer, oder? Einmal ins Pokémon Center. Vielleicht hat hier ja einer von uns, von euch, die Attacke Surfer. Einmal heilen. Das Pokémon. Ups. Surfer, wir haben echt noch keinen Ohren gehabt, der irgendwie mit Wasser zu tun hatte, oder? Da hatten wir das. Der letzte Ohren war jetzt Psycho. Da bekommen wir jetzt nicht unbedingt Wasser her. Wenn dann hier irgendwo am Strand. Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr die gleichen Level haben. Ja, danach bin ich immer bemüht. Westlich von Victania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Ich glaube, da ist es für mich noch ein bisschen zu früh für. Ich habe noch zu wenig Orden. Du studierst die Pokémon? Dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Da war ich, glaube ich, auch schon mal. Ja, wie kommen wir denn jetzt weiter? Die Arena haben wir auch schon. Soweit ich weiß, waren wir noch schon drin. Wo kriegt man Surfer her? Ich könnte auf Screen dann mal gleich ein bisschen surfen. In die Internets. Mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwo ein Spiel, Hinweis nach diesem Part zu finden, wo man den Surfing hinkriegt. Muss ja ganz in der Nähe sein. Hier gab es schon das Pikachu Surf Game. Dann kann wohl die VM Surfer auch nicht sehr weit sein. Ein Pokémon im Wasser. Surfer, wo kriegen wir Surfer her? Verrat mir das einer. Ich weiß es nicht. Und dann sind wir auf jeden Fall am Wasser. Keiner von denen mag uns Surfer geben. Grummel. Krümpf. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir auf der Uhr jetzt erstmal. Die Uhr sagt, ist es okay. Ich kann den Part an dieser Stelle beenden. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja, kein weiteres Video mit dem Zwangfrist verpassen wollt und den nächsten Part von Pokémon Gelbe Edition nicht verpassen wollt. Man sieht sich in einem anderen Video oder in dem nächsten Part Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwangfrist. Ich schaue mal aufs Screen mal ein bisschen nach diesem Part nach, wo ich denn die Surfattacke finden kann, die VM. Und dann sehen wir uns am nächsten Part hoffentlich mit Surferattacke oder an dem Ort, wo es die Surferattacke gibt, wieder. Und ja, bis dann und ciao, haut da rein. Adios.